zuerst den Feedreader von der offiziellen Seite herunterladen. Das Programm ist gratis und kann somit jeder verwenden. Als nächstes einfach installieren. Das ist eine einfache Weiter-Weiter-Angelegenheit. Und am Ende kommt dann noch eine kleine Konfiguration, die werden wir gleich sehen. Und zwar gibt es hier nur noch den Proxy-Server einzutragen, sofern man eine verwendet. Und man kann wählen, ob man das Programm mit dem Windows starten möchte oder nicht. Das ist jedem frei überlassen. Dann bietet er gleich an, die wichtigsten Feeds hier bereits zu abonnieren. Das muss man aber nicht, da kann man einfach auf Beenden klicken. Denn jede Webseite, also jede größere Webseite bietet sowas an. Jetzt sind wir hier schon bei meiner Seite. Da geht man hier einmal auf RSS abonnieren. Das klickt man einfach mal an. Dann wird der Firefox oder der Internetbrowser eben meinen, dass er hier einen Link hat. Der ist ganz oben rot markiert. Dann wählt man aus Feed abonnieren mit, Feedreader. Da kann man gleich sagen, diese Einstellung merken und auf OK gehen. Dann öffnet sich der Feedreader auch schon. Da sieht man dann nochmal den Link und kann auf der rechten Seite mit OK bestätigen. Und ja, das war's. Dann hat man auf der linken Seite hier Stefan Pölis Webseite oder Start Pölis Webseite steht hier eigentlich und hat hier immer die neuesten Beiträge. Das funktioniert mit jeder großen Seite so.